Wieso die Entwickler hinter Dead Island 2 den Release jetzt verschieben, ein neuer Trailer zum Minenstation Adventure Grusel Caffeine und wie realistisch ein Dschungel aus Einsen und Nullen aussehen kann, zeige ich, Luke, euch heute in den Texcalibur News. Erinnert ihr euch noch an den Tag, an dem Crysis herauskam? Diese DirectX 10 Augenmassage von Dschungel. Das Spiel war ja damals Maßstab für gute Rechner, da haben wir auf dem Schulhof damit angegeben, dass wir Crysis auf Ultra spielen konnten. Nun ja, das ist inzwischen gute 7 Jahre her und heute ist die Grafik längst nichts Überragendes mehr. Die damals so angepriesene CryEngine wurde längst verdrängt, doch ein Hoffnungsschimmer der nächsten Generation steht schon bereit. Wie dieser in Unreal Engine 4 modellierte Dschungel zeigt. Die Engine hat uns ja schon mit einem nachgebauten Pariser Apartment überrascht und an der Realität zweifeln lassen. Und jetzt, nachdem sie seit März für jedermann kostenlos erhältlich ist, baute TechUser-2 diesen absolut atemberaubenden Dschungel. Das zeigt mal wieder, wie weit wir doch mit unserer Technik schon gekommen sind. Hoffen wir doch mal, die Zukunft bringt uns auch Spiele in so einer realistischen Welt. Die Crowdfunding-Plattform Indiegogo hat uns ja schon so einiges Spiel und Projekt geschenkt. So auch das folgende. Die meisten von uns Gamer mit YouTube-Affinität stehen ja auf Gruselspiele. Und davon gibt es, weiß Gott, genug auf dem Markt. Doch dieses hier hat unser Auge gefesselt. Kein übertriebener Horror, kein sabberndes Alien-Monster-Vieh, nein. Nur ein kleiner Junge, allein auf einer Minenstation und ein leerer Kaffeebecher. Der Trailer verrät einem im Grunde absolut nichts über das Spiel, außer dass man einen kleinen Jungen spielt, der sich plötzlich alleine auf der Abbaustation wiederfindet und keine Ahnung hat, was passiert ist. Und genau das erfahren wir wohl auch erst nach der Entwicklung, beim Spielen selbst. Der Trailer auf jeden Fall weckt Lust auf mehr. Zombie-Geschnetzel unter Palmen, selbstmodifizierte Waffen, ein Blumenhemd voller Blut. Was will man mehr von einem Urlaub erwarten? Viele von uns freuten sich ja schon auf einen weiteren Ausflug ins Inselgeschehen von Dead Island 2. Doch der geplante Release-Termin Frühjahr 2015 neigt sich dem Ende zu und es wurde still um den so ersehnten Zombie-Titel. Bis jetzt! Das Entwicklerteam des Spiels gab jetzt über Twitlonger bekannt, dass Dead Island 2 nicht 1 oder 2 Monate später erscheinen wird. Nein, wir müssen noch bis 2016 warten. Allerdings aus gutem Grund. Die Jungs und Mädels haben sich dran gesetzt, die besten Aspekte aus dem Vorgänger zu nehmen und nochmal einen draufzusetzen. Sie wollen neuen Content und neue Kampfmöglichkeiten einbauen und nicht einfach nur einen Klon des Vorgängers erschaffen. Was haltet ihr von der Entscheidung? Wartet ihr gerne mal etwas länger auf ein Spiel oder wollt ihr konstanten Nachschub? Was würdet ihr mit den Möglichkeiten der Unreal Engine 4 gerne mal nachbauen? Und was glaubt ihr, ist in Caffeine eigentlich passiert? Also ich glaube ja, die haben alle, also der Kaffee ist ausgegangen, weil sie alle zu viel getrunken haben und dann sind sie einfach alle eingeschlafen und nicht zur Arbeit gekommen. Und nur der Junge, der eben keinen Kaffee trinken darf, weil er noch 7 ist erst, der lebt noch. Wenn ihr jetzt noch News-Nachschub wollt, klickt ihr hier oben auf das kleine i und seht euch die News-Playlist mal an. Unten auf dem Schwert könnt ihr abonnieren und in der Infobox kommt ihr zu unseren Social-Media-Seiten und meinem Kanal. Und ich gehe mir jetzt mal Kaffee machen, bevor dasselbe hier auch passiert. Weil, weißt du, das wäre nicht, dass ich da jetzt einschlafe und dann rennt hier so ein kleiner Junge rum. Das reicht ja, wenn Philippe hier rumirrt, wie so ein planloser Dackel.